So, ab durch die Hintertür. Metallschrott, Altholz werde ich nicht mitnehmen. I could use this. Schnur, Stoff. Noch eine Sturmlaterne. Ist sogar voller als unsere. Naja, ich werde die mal hier... Mach mal die Lampe an, ne, dass man hier was sieht. Guck mal, hier Holz, Nähzeug auf jeden Fall. Holzstreichhölzer nochmal. Buch, Papier, das brauchen wir alles nicht. Oh, Lampenöl, sehr schön. This will come in handy. Angelzeug. Stimmt, auf der Map können wir ja angeln. Metallschrott nehme ich auf jeden Fall mit. Holzbrikett, 2 Kilo. Naja, ich habe ja die Kohle dabei. So, recycelte Dose. Die Salzcracker. Was haben wir hier hinten? Irgendwelche Secrets? Rad? Können wir zerlegen für Holz? Brauchen wir nicht. Aha, guck mal hier. Gewehrmunition. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel. Aber egal. Schlüssel zur Seehütte. Ja, Hallöchen, Popöchen. Finden wir ja schon wieder die richtig geilen Sachen hier jetzt. Oh, eine Kühlbox. Die hätte ich im Survival auch gern hier stehen gehabt. Trinken. Der gefrorene Angler. Ein Lernbuch über das Eis fischen. Laubrosen freigeschaltet. Okay, Gewehrpatrone nochmal. Ist nix drin. Schauen wir mal kurz oben. Und in meinem Survival-Spielstand ist ja das hier auch meine Main Base. Tasse Kräutertee, weiß ich nicht. So, hier, ach du Schande. Ja, wer sich das durchlesen möchte, ne, darf gerne Pause drücken. Ich lese das jetzt nicht hier alles vor, um Gottes Willen. Die Hälfte der Folge nur fürs Vorlesen rum. Kräutertee. Und eine bessere Nachtruhe. Ja, weiß ich nicht, habe ich bisher noch nie gebraucht. Ich denke mal, dann ist wahrscheinlich die Regeneration im Schlaf schneller. Würde ich jetzt einfach mal einschätzen. Aber wir sind ja gut dabei. Getragene Thermounterwäsche brauchen wir nicht. Oh, hier eine große fette Kiste. Cargohose brauchen wir auch nicht. Schlafsack brauchen wir nicht. Stoff, Kissen, Wanderstiefel. Das können wir alles guten Gewissens hier lassen. Werde ich mal ganz kurz 044 die Lampe wieder auffüllen. Ja, 62%. Option auffüllen. Ja. Und dann ist die auch schon fast wieder voll. Das ist gut. Ja, den ganzen anderen Plunder hier brauchen wir nicht. Wir sind ja sehr gut ausgerüstet, ne? Wie viel haben wir hier? Gefühlt 15 Grad. Also wir werden... Glaube ich nicht. Erfrieren. Holzbrikett brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann können wir das ganze Ding hier verlassen. Und jetzt ist hoffentlich der Wolf nicht mehr da. Wir laufen mal ganz schnell. Wenn ich Krähen höre, muss ich auch immer gucken, wo die sind, weil die sind ja immer ein Indiz dafür, dass hier irgendwo ein Kadaver rumliegt, ne?
Und da gibt's vielleicht noch was zu holen, aber ich glaube, die sind einfach nur vorbeigeflogen. Ist auch gerade viel zu neblig, um was zu sehen. So, ich werde jetzt hier einfach mal durchsprinten. Mal gucken, wie weit ich hier heute komme. So, hier entgleister Zug. Hier ist nix. Ne, absolut gar nichts. Anzünden. Was? Warum? Ja, der kriegt mich jetzt. Okay, was haben wir für Probleme? Erstmal gucken. Blutverlust, Infektionsrisiko, alles klar. Hier Antiseptikum. Gotta stop that bleeding. Ja, das ist ja gut gegangen. War gerade mal hier erste Folge, bisschen Ingame, gleich mal vom Wolf genatzt worden. Weil der sich irgendwie nicht hat verscheuchen lassen von der Fackel. Oder ich habe die schlecht geworfen, ich weiß es nicht. Also nur mal als Info vorweg, ich habe jetzt zwar das Gewehr dabei, ich werde jetzt aber nicht einfach random auf jeden Wolf schießen, der mir über den Weg läuft. Es sei denn, wir haben irgendwann mal 40 Schuss oder so, dann wäre es mir egal. Aber im Moment ist mir die Munition doch etwas zu wertvoll. Und ich würde die dann halt doch nur benutzen, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Essensmangel haben. Oder so. Ich glaube, ich mache die Fackel wieder aus. Wir haben ja genug Streichhölzer, wenn ein Wolf kommt, dann zünde ich die halt wieder an und hoffe, dass der Wolf verscheucht wird. Magnesiumfackel. Excellent. Vielleicht hätte ich die benutzen sollen, aber ich glaube, ich habe einfach nur die Fackel schlecht geworfen. Also Gewehrmunition, also ich glaube, das mit den Wölfen niederballern, jeden, den was sehen, das ist gar nicht mehr so weit weg. Wie viel haben wir denn jetzt? 12. Das Stuff will come in handy. Brauchbares T-Shirt, Fäustlinge brauchen wir alles nicht. Irgendwo was hier noch? Nö. Nö. Gut, gehen wir weiter. Eisenbahnladeplatz, wir müssen auch bald da sein, ne? Ja. Ah, sind nur Steine. Ach, gerade.
Naja, bleib bloß weg. Carter Dan. This place has seen better days. So, und da sind wir auch schon beim Staudamm. Gucken wir uns erstmal hier draußen ein bisschen um. Irgendwas Tolles gibt. Ja. Mal hier Tomatensuppe. Und schon sind wir überladen, natürlich. Haben wir mal hier eine Tomatensuppe zu viel. Wird da jetzt ein Ding angezeigt? Ja, okay. Da irritiert mich immer noch so ein bisschen, dass vorhin da einfach kein Symbol angezeigt wurde. Ich sauf hier auch mal die Limo grad. Die ist nämlich schon ein bisschen angegammelt. So, dann sind wir nämlich schon mal wieder ein paar Gramm leichter. So, hier Regal. Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Hope nobody needs this anymore. Ja, Notfallspritze. Habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, was genau die macht. Aber... Oh, ich dachte, da liegt eine Gewehrkugel. Aber nö, Metallschrott nehme ich vielleicht mal mit. Ansonsten ist hier nichts von Bedeutung. So, dann nehme ich hier die Lackporlinge auch wieder mit. Und der Nebel ist weg, das ist doch schön. Da sieht man auch mal wenigstens wieder was. Ja, Verstauchungsrisiko. Wir sind jetzt nur so schwer wegen dem Gewehr, weil das Gewehr halt schon 4 Kilo wiegt. Und da haben wir doch auch schon wieder eine Notiz. Torschlüssel des Katergeländes. Den hätten wir wahrscheinlich gebraucht. So, Warnung an die Wintercrew von Bray Horse wahrscheinlich, von Pferd. Text lesen. Aha, aha. Alles klar, nehmen wir mit. Gibt es eine Nebenquest? Anscheinend noch nicht. Genau deswegen habe ich das Brecheisen dabei gelassen. Abgenutzter dicker Wollpullover. Lass ich da, uns ist warm genug. Arbeitshandschuhe lasse ich auch da. Energieriegel. I need to drop something. Ja, aber was willst du denn ablegen, Kollege? Hm? Was willst du machen? So, das sind noch Schuhe, Wanderstiefel, brauchen wir nicht. Magnesiumfackel. Die Magnesiumfackeln sind halt krass, ne? Die brauchen halt auch richtig viel Gewicht. 0,25 das Stück. Also, ja, richtig viel. Jetzt nicht. Was haben wir eigentlich vorhin für einen Schlüssel noch gefunden? Warte mal. Der Pelzjäger, genau. Die Sachen hier, was war das? Schlüssel zur Seehütte 3. Ah ja, genau, da müssen wir mal hin. Und das waren jetzt alles nur so...
Kleinigkeiten, was ist das? Ach, Lillys Truhenschlüssel. So, dahin geht's wieder in eine andere Region. Das schert uns jetzt gerade aber nicht. Wir wollen nämlich hier rein. Und der Kollege ist schon wieder müde. Ja, bleib nicht stehen, hallo? Ich kann nichts machen. Ach du Kacke, ja. Mach zu die Tür. Unfinished business with the bear, he said. Toll, jetzt ist uns kalt und wir erfrieren. Super. Damn. I'm freezing. Gefühlt minus ein Grad. Ist nicht viel, was wir frieren. Habe ich einen Schlafsack dabei? Ja, habe ich. Sehr gut, okay. Ja, ist auch geil, ne? Da kommt auf einmal der fette Bär, anstatt dass er direkt die Tür zumacht, steht er erstmal da und guckt dämlich. So, ich mache jetzt gleich Licht an. Natürlich geil, dass wir hier jetzt auch noch in der Dunkelheit herkommen. Anyone ja, here? es ist halt, ne? This place looks like it's been empty for a while. Es ist halt komplett finster hier drin, aber wir haben ja unsere geile Lampe, ne? Dann bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, jetzt geht der Sturm auch noch draußen los. Aber soll er ruhig machen, Tasse Kaffee. Die nehmen wir mit. Hier kriegen wir auch wieder eine Laterne gestellt. Die relativ voll ist. Ne, falls wir keine Laterne haben, würden wir jetzt hier eine kriegen. Ja, brauchen wir alles nicht. Das können wir nicht angucken. Das ist, ach so, Stempeluhr hier. Yo, okay. Seems like the quakes did some damage here. Must be what the old guy meant about unstable. Could end up being useful. Brandbeschleuniger. Ich glaube, solche Sachen sind jetzt auch eher... Was? Wenn du dich duckst, erregst du weniger Aufmerksamkeit bei Wildtieren. Okay, alles klar. Kräutertee lasse ich da. So, gucken wir mal kurz hier. Nähzeug. Haben wir jetzt halt schon inzwischen einiges. Ich muss ja nicht jeden Scheiß mitschleppen. Im Survival-Modus würde ich es jetzt machen. Aber hier im Story-Modus ist es, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, dass ich hier jeden... denklichen Scheiß mitschlepp. Aber durchsuchen tue ich es halt trotzdem, weil es kann halt trotzdem sein, dass man irgendwas... Is it food or? Irgendwas Cooles findet. Und Essen. Essen... Umso mehr Essen, das ich dabei habe, umso sicherer fühle ich mich, dass ich nicht hier einfach irgendwie dann plötzlich mitten im Let's Play verhungere. Nobody needs this anymore. Ein Wetzstein, cool, da können wir unsere Sachen schleifen. Mülleimerbrief, ja, genau, nämlich wegen sowas. Ein Brief, den du im Mülleimer gefunden hast. Text lesen. Ja. Nehme ich mit, triggert aber auch keine Nebenquest.
Notfallset. Ne, eine Leuchtpistole. Ja, was für eine... Okay, die hat 100%. Wie viel Zustand hat unsere? Auch 100%. Ja, ja, gut. Und so langsam werden wir immer mehr überladen. Verwaltungsraumschlüssel. Dammnotiz der Waldflüsterer. Bären beobachtet, ja. Der löst auch keine Nebenquest aus. Ich glaube, wir müssen erstmal die Hauptquest machen, bis wir da Sachen finden. Wasser nehme ich nicht mit. This stuff will come in handy. Ja, einen Stein nehme ich ganz sicher nicht mit. Das ist ja richtiger Quatsch. Jetzt ist die Frage, wo muss ich ihn jetzt hier überhaupt hin? Oh, Kühlschrank. Ja, Trinkdosen weiß ich nicht, lasse ich jetzt auch erstmal da. Control Room. Control Room Door. Schau mich erstmal hier noch ein bisschen um. Thank goodness. Wie gesagt, Essen nehme ich alles mit. Guck mal, da haben wir schon wieder einen Zettel. La 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 la. Auch keine Nebenquest. Also alles gar nicht mal so wichtig. Dose Kaffee ist immer gut. Okay. Das war der Ausgang. Mal kurz hier im Treppenhaus. Hier geht's runter. Da gibt's nix. What have we here? Na. Na. Das ist, wenn man schneller klickt, als man guckt, ob man auch in Reichweite ist.